Quinns Ehre oder wie der hieß, ne? Nein, Quinns Auftrag, okay. Inventarüberprüfung, ja, was auch immer. Gefährliche Ruinen. Und dann bitte mal starten. Quinns Auftrag. Unter 10 Mal kampfunfähig. Das sollte ich gerade so schaffen, denke ich mal. Das nehmen wir mal. Und hart wieder. Weil wir einfach hart sind. Wir sind allein. Okay, und dann kann es auch schon losgehen. Schiff wird vorbereitet. Und Abgang, bitte sehr. Danke sehr. So, den Kram weg. Mal wieder würfeln. Komm mal her hier. Fang, kleiner Fischi. Und wir haben eine 5. Wer hätte das gedacht? Ich hätte sie nicht genommen. Egal, wir starten. Oh, ich habe noch den. Oh, ich habe noch den Waffenrock. Hm. Lass ich den jetzt dran? Ich glaube, das gibt. Ich glaube, das gibt Bonusattribute, wenn wir ein komplettes Set tragen, was wir ja momentan tun. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wechseln soll und den anderen wieder anlegen soll. Ich glaube schon. Ich glaube, ich wechsle wieder. Ja, können wir ja gleich noch machen, denke ich mal. Auf dem Weg zum Dungeon. Schauen wir mal, können wir das wechseln? Lagerkisteninfo, bla bla. Genau hier. Ausrüstung kann nur in... Ach, ärgerlich. Kann nur in Städten ausgetauscht werden. Dann bleiben wir eben so. Pams, jetzt bin ich sauer. Und wir tragen diese blöde Lederkappe. Ich will die nicht auf dem Kopf haben. Die sieht scheiße aus. Sorry, aber die sieht echt scheiße aus. Palms ins Gesicht. Right in your face, man. Und du? Komm, wir klitschen den mal an die Wand. Palms, Palms. Stiefel in die Fresse. Ih, was ist... Die sind ja schon ziemlich eklig. Hatten wir sowas schon mal? Die sehen nicht lecker aus. Das gehört sich so. Das ist cool. Das gefällt mir. So, na dann. Kommt mal, ihr feigen Schweine. Traut euch her. Fang! Wie jetzt 8? Geht's noch? Slash! Also wir sehen schon, wir können ja richtig schöne Massenschlachten machen. So, und dann... Ich will mal was probieren. Oh. Ich glaube, das geht nicht. Das geht doch? Cool. Gefällt mir. Also diese Moschensäulen können wir auf jeden Fall schon mal einreißen. Ich weiß nicht, ob die anderen auch gehen. Hier an der Wand jetzt die bestimmt nicht, aber... Müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es irgendwann mal freitragende, intakte Säulen. Oder die Ruinen sind schon samt und sonders so alt, dass alle freitragenden Säulen schon total verwittert sind. So lebt hier noch was. Tatsächlich. Stirb. Komm. Stirb. Totgetreten. Zurück. Denn wir verlieren Leben, wenn wir diese Steine abkriegen, die wir hier zerschmettern. So, jetzt haben wir die Wahl, die Qual der Wahl. Links, rechts. Wir gehen mal hier lang. Was ist das denn? Hatten wir sowas schon? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. So. Ich kann euch übrigens auch zeigen, ich sehe es jedes Mal, wenn ich mich einlogge, dann werde ich immer von Tief begrüßt. Die trägt jetzt nicht mehr das Weihnachtsgewand. Also falls ihr das mal sehen wollt, ich kann da mal rübergehen zu Tief nach dem Quest und euch das mal präsentieren. Pams! Du auch? Fang! Hier, Arsch! Slash! I wanna kick in your face, go down, motherfucker! Ich benutze schon wieder so viele böse Worte, das ist schrecklich.
Ich habe vorhin erst was anderes aufgenommen und da habe ich das auch schon erwähnt, dass ich immer, ich sage noch nicht was, weil wenn diese Folge ausgestrahlt wird, na wohl, dann könnte es sein, dass ich schon die erste Folge vielleicht davon rausgebracht habe, weil ich das nach Herkules dann bringen werde als nächstes LP. Ich sag trotzdem noch nicht was, weil ich nicht sicher bin, ob ich dann schon angefangen habe damit, wenn diese Folge rausgeht. Jedenfalls, in diesem Let's Play habe ich auch in einer Folge erwähnt, dass ich ein sehr schmutziges Mundwerk habe, was Fäkalausdrücke angeht, sehr schnell zu Beleidigungen und Fäkalausdrücken greife. Nun gut, das ist nun mal leider so, aber ich meine es doch nicht so. Das darf man nicht zu ernst nehmen. Hier, Palms, mit dem Fass. Trinken ist ungesund. Wollte ich mal erwähnt haben. Cool, Diskuswurf, das will ich probieren. Zack. Hat wahnsinnig viel Wirkung gehabt. Aber wir haben noch einen. Du hättest auch den Diskus nehmen dürfen. Willst du nicht? Der ist kaputt. Ach so. Hast du super gemacht. 1A. Jawoll, ja. Schon wieder so ein Ding. Ja, haben wir noch gut aufgeräumt, wa? Also momentan, so auf die Dauer, ist es natürlich noch etwas begrenzt, was wir jetzt an Möglichkeiten haben, um die Gegner anzugreifen. Aber ich denke, wir werden noch Skills lernen, was dann unser Repertoire beträchtlich erweitern dürfen könnte. Nehme ich mal so an. Dürfen könnte, sollte, wollte, wenn und aber und hast du nicht gesehen? Hier. Ey, das ist gemein. Ihr dürft nicht zuschlagen, bevor ich das nicht gemacht habe. Das ist doch fies. Das hast du davon. Blöde Spinne. Und gleich nochmal. Hier, rein. Spinnennetz erhalten. Okay. So, jetzt aber. Ich will nicht die Spinne haben. Weg mit dem Vieh. Zack, ja, zerbröselt. Genau. Du darfst den Teller nehmen, ja? Dankeschön. Ich will ja immer noch meinen Diskuswurf probieren. Ich glaube, wir sind noch unter 10 Mal gestorben, würde ich so ganz kühn behaupten wollen. Hier, fang. Mann, das ist doch... Ist jetzt nicht so die effiziente Waffe, diese Teller. Und drauf, jawoll, ja. Verdient hast es. Und womit? Mit Recht. Oh, daneben. Egal. Was haben wir hier? Hier ist das Tor zu. Hier geht's... Was ist das denn? Hm. Kann man das irgendwie... Oh, tatsächlich. Huch. Ich war's nicht. Aua. Ich verkriech mich. Ah. Oh. Ups. Oh, okay. Aber ich bin nicht derjenige, der hier die Unordnung macht. Nein, nein. Bonusmission besorge zerbrochener Pfeil. Okay, ich habe schon wieder Pfeil gesagt. Mann, Mann, Mann. Warum zur Hölle sollte man unbedingt... Ups. Ja. Warum sollte man unbedingt zerbrochene Pfeile sammeln wollen? Machen wir das auch noch hier? Finde ich eine geile Idee, muss ich sagen. Den Mechanismus finde ich schon cool. So, weiter. Ich denke mal, wir kommen jetzt bald auf die Ebene, wo dann auch der Boss sein wird. Mal schauen. Ja, sieht ganz so aus. Das sieht für mich stark nach Bosskampf aus, finde ich. Tada! Verdorbene Schneetatze, Gwyns Auftrag.
Komm zu mir, komm zu Papa. Das ist natürlich praktisch, dass das so ein Bogenheinz ist. Denn die sind meiner Meinung nach weitaus ungefährlicher, wenn man richtig drauf geht auf die. Zack, ja. Hier, nimm das. Und Spams. Aua. Was fällt dir ein? Du hast einen Sturm entfesselt, der dich vernichten wird, Schneetatze. Einen Klingensturm, gemacht aus Stahl, gedacht, um Blut zu vergießen. Gnollblut, dein Blut. Du wirst elendig verrecken in diesen Ruinen. War mit einem saftigen Tritt in die Eier. Jawohl. Sieg, meine Freunde, Sieg. Wir haben die verdorbene Schneetatze besiegt und ich muss was trinken. Ah, glattes Seelenrelikte, okay. Ich bin heute zu intensiv mit der Stimme dabei. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht so gesund, aber okay. Scheibenohrring, okay. Wenn es weiter nichts ist. Und ein weißes Knollherz, wunderbar. Dann brauchen wir ja nur noch eins und können auch den Auftrag bei wie auch immer die Lady hieß abschließen, die in der Schmiede ist eben. Ich frage mich ja ganz besonders, was das hier hinten ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man da erst reinkommt. Ah nein, von hier bin ich gekommen, aber ich glaube, das gibt es auf beiden Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass man in diese Dinger erst reinkommt, wenn man den Modus Hard benutzt. Ja, läuft. Sieht gut aus. Ach, hier haben wir jetzt... Okay, jetzt haben wir irgendwelche Rezepte freigeschaltet. Das ist schön. Man muss also bestimmte Quests erledigen, um Rezepte freizuschalten. Na da. So, jetzt spiele ich eine Stunde ungefähr, soweit ich das sehe. Okay, da noch ein bisschen können wir noch. Ich muss da mal gucken, wie ich mir heute Zeit einteile, aber ich denke, ein bisschen kann ich noch. Ich muss ja ein bisschen vorarbeiten, man hat ja nicht immer Zeit hier zum Aufnehmen, ne? Und da ich momentan eigentlich im Uni-Stress bin, darf ich ja eigentlich gar nicht so viel spielen. Aber ich mach's trotzdem, wie es halt immer so ist. Man ist ja immer so undiszipliniert, nicht wahr?